Also das war diese Bewegung, es geht von alleine hoch und dann kommt dieser Punkt, den kennt jeder. Das ist dieses. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Stück weit ein Wettrennen und wird auch darüber entscheiden, ob ein Unternehmen in der Zukunft erfolgreich sich am Markt platzieren kann oder nicht. Im April waren wir ungefähr auf 7% der Fahrgastleistung zu normalen Zeiten runter und das bei ungefähr 50% des Angebots und 70% der Fixkosten, die dazu oder der laufenden Kosten. Maschinenbau kommt immer ein Stück weit nachgelagert und auch hier muss man natürlich unterscheiden, sind es Landmaschinen, Druckereimaschinen oder sind es wieder Maschinen, die für die Automotive-Branche wieder benutzt werden. Privater Bau, top. Also hier ist mal einer, da ist mal einer. Und die Zulieferindustrie, da gibt es dann wiederum einzelne Unternehmen, die umfallen könnten, aber nicht, dass jetzt eine riesige Welle kommen würde von uns aus. Und wenn ich eben in Land A nicht mehr exportieren kann, dann suche ich mir Land B und C, weil es geht ja weiter. Wir werden weiterhin einen globalen Wachstum haben, allerdings sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Reiten wir einen Virus? Ein Virus muss man reiten, ähnlich wie den Hai. Man muss sich nämlich im Prinzip daran erinnern, dass man nicht wegrennen kann, sondern dass man draufspringt. Deshalb der Kofas-Tipp für Sie: Rennen Sie die Aufgaben in Ihrem Unternehmen. Machen Sie dieses Ding, dann werden Sie viel Erfolg haben.